Kleine Lichter mit recht großer Leuchtwirkung. In diesem Jahr haben wir keine superhellen Strahler zum Test gebeten, sondern neue Bikelampen mit Straßenverkehrszulassung, die in erster Linie für den Straßenverkehr gedacht sind. Sie sind aber hell genug, um auf einer späten Ausfahrt die letzten Meter im Trail noch sicher zu bewältigen. Teilweise leuchten sie den Trail sogar für einen echten Nightride hell und weit genug aus. Die Lampen sind zum Teil im Set mit einem Rücklicht erhältlich. Wir haben uns darauf beschränkt, die Scheinwerfer auszuprobieren. 4 neue Lampen sind im Test, alle mit einer LED als Hauptlichtquelle. Die Sigma Sport ist mit 2 zusätzlichen seitlichen ausgestattet und alle mit integriertem Lithium-Ionen-Akku. Alle haben eine Ladestandsanzeige. Die Action-Cam-Sequenzen erscheinen dunkler als die tatsächliche Ausleuchtung, stellen aber die Unterschiede dennoch dar. Die CatEye G-Volt 70 bietet 70 Lux und 3 Modi. Sie ist einzeln oder im Set mit Rücklicht erhältlich. Die Leuchtdauer gibt CatEye mit 2 bis 10 Stunden an, je nach Modus. Sie wird mit dem bekannten Halter mit Rändelschraube unter dem Lenker befestigt. Alternativ können andere CatEye-Halter verwendet werden und die G-Volt lässt sich mit einem GoPro-Adapter an einer vorhandenen Halterung befestigen, zum Beispiel am Helm. Leicht genug ist sie. Der Halter kann bei Bedarf am Lenker bleiben, die Lampe getrennt abgenommen werden. Sie leuchtet den Trail gut aus und ist durchaus für einen Nightride tauglich. Die Contech 24/7 Plus ist im Set mit einem schlanken Rücklicht erhältlich. Sie bietet 70 Lux und 3 Modi, wobei ein Lichtsensor die Helligkeit den Lichtverhältnissen anpasst und Lichtaustrittsstreifen für gute Sichtbarkeit von der Seite sorgen, maximal 9 Stunden lang. Die Halterung wird per integriertem Gummistreifen schnell und bequem am Lenker befestigt, sie kann von der Lampe getrennt werden. Die Contech punktet mit einem gleichmäßigen Lichtfeld und lässt den Trail gut erkennen, leuchtet aber weniger stark in die Ferne. Um eine Tour sicher zu beenden, reicht ihre Leistung aber gut aus und im Straßenverkehr punktet sie mit der seitlichen Sichtbarkeit. Lux bietet die Lisein Power STVZO Pro 80. Sie ist mit ihrem Alu-Gehäuse vergleichsweise schwer, aber elegant. Die Befestigung am Lenker erfolgt per Gummiband und hält bombenfest. Das Einhaken ist etwas fummelig, da der Haken sehr nah am Lampengehäuse sitzt. 3 Modi stehen zur Wahl, die Leuchtdauer liegt zwischen 4,5 und 13 Stunden. Die Lisein leuchtet den Nah- und Fernbereich gut aus, mit ihr würden wir durchaus auch einmal auf eine nächtliche Geländetour gehen. Sigma Aura 60 bietet 60 Lux und 3 Modi. Sie ist einzeln oder im Set mit Rücklicht erhältlich. Die Leuchtdauer gibt Sigma Sport mit 4 bis 10 Stunden an. Je eine seitlich platzierte LED sorgt für ein gut sichtbares Lichtband und gute Erkennbarkeit im Straßenverkehr. Die Aura wird mit einem Gummistrap sicher und schnell am Lenker befestigt. Sie leuchtet den Trail gleichmäßig aus, strahlt aber in die Ferne weniger stark. Um die letzten Meter oder sogar Kilometer im Trail zu vollenden, reicht ihre Leistung aber aus. Das Vergleichsbild zeigt die beiden hochpreisigeren Lampen, links die CatEye, rechts die Lisein. Und hier die beiden günstigeren Modelle, links die Contech, rechts die Sigma. Alle Modelle sind leicht und kompakt genug, um sie im Rucksack mitzunehmen und eignen sich perfekt für die nächtliche Rückfahrt. Mit der CatEye oder der Lisein darf man auch einmal eine nächtliche Tour angehen.